What's poppin', Digi? Wir testen heute im Video amerikanische Süßigkeiten. Ich bin gerade im Walmart, suche mir ein paar Süßigkeiten aus. Wir fragen noch ein paar Amis, was die coolsten Süßigkeiten sind. Und dann testen wir die gemeinsam. Es gibt sehr viel Auswahl, sag ich euch. Also in einem Video können wir nicht alle amerikanischen Süßigkeiten testen. Zum Beispiel, hier ist ein Beispiel, Pringles Pizza Geschmack. Das testen wir heute. Und es ist nur eine von vielen Sachen, die ich in meinem Warenkorb habe. Es sind wirklich crazy Sachen dabei. Auch hier bei den Cornflakes. Wir können gerne noch mal einen Test machen zu verschiedenen Cornflakes, weil die Auswahl ist crazy. Die Auswahl ist crazy. Schaut euch das mal an, diese Auswahl im Hintergrund. Hier ist schon sehr viel dabei, was wir testen können. Also wenn ihr auch einen Cornflakes-Test wollt, schreibt es gerne in die Kommentare, können wir auch machen. Wir haben hier sowas, wir haben hier sowas, wir haben hier auch sowas. Also wir haben sehr viele verschiedene Sachen. Als erstes würde ich sagen, probieren wir, wie heißt es? Jolly Rancher. Hard Candy, also das ist was Hartes. Es gibt einmal diesen Geschmack. Was ist das? Cherry. Einmal Grape. Was haben wir noch? Einmal Green. Sieht man das? Green Apple. Was haben wir noch? Ich glaube, das sind die drei. Oh, noch eins. Watermelon. Wie mal diese Scheiße hier. Green Apple ist okay. Das klatscht. Green Apple klatscht ernst. Und diese Green Apple klatscht sehr hart. Es dauert zu lang zum Lutschen, aber das ist gut. Das ist das Bock dicker. Watermelon. Also erstmal dazu. Das war für mich schon eine 9 von 10. Ich fand das schon sehr, sehr stark. Watermelon ist so eine 7 von 10. Ist okay. Das Apple-Dings war viel besser. Ist viel besser. Als nächstes Cherry. Gucken, wie die Kacke ist. Cherry klatscht. Mmh. Cherry klatscht sehr hart. Cherry kriegt so eine. Und das kriegt eine 8 von 10. Das kriegt eine 9 von 10. Je nachdem, ob ihr so harte Süßigkeiten mag, die man nicht kaut. Also mein Ranking ist Cherry die 1, Blue Raspberry 2, Green Apple 3, Watermelon 4 und Grape 5. It's alright, it's too hard though. Yeah, it takes too long to eat. Well, from 0 to 10, just the flavor? 7.5. Okay. 7, it's not bad. Als nächstes sind die Three Musketeers. Die drei Musketiere auf Deutsch. Hier, einmal tak, tak, tak. Gucken, das ist. Nehmen wir mal. Aber ich probiere das jetzt. Ja. Hier nochmal. Tak, 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 ganz normal, ist wie in Snickers in klein, so sieht es aus. Okay, schmeckt wie Marmor. Ich weiß, wie das heißt. So, so. It's nice, but it's just very soft in the middle. Yeah, yeah. Very soft. What? It's so sweet, bro. Yeah. Probably like the worst Marmor. Yeah, but I haven't been chopping in so long, bro. Yeah. Hier, das schmeckt genau wie das hier. Das ist genau, fast genau gleich. Dick war. Bei Dickmann sieht es selber, wenn man zwei, drei isst, dann kann man nicht mehr essen. Und genau das mit dir, das ist süß, aber. Also hier, das kriegt eine 7 von 10. What will you rate it? Das war jetzt so 4. Ich weiß. Ja. I rated. I say it's 7.5, yeah. It's not bad. No, it's not bad. Alright, bro, I'm all about 10 from there. Hier als nächstes. Dude, was ist das, Digga? Albanese, irgendwas. Albanese. So, gehen wir rein direkt. Das kann man. Es geht schnell. Zack, 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 geht es.
viel. Es sind verschiedene Geschmäcker, sieht man das? Wenn nicht, fuck, verpiss mich. Zack, 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 probieren. So, das ist normale Haare, es schmeckt so wie Haribo. Schmeckt so wie Haribo. Ja, ja. Haribo. Average. 7, auch 7 von 10. Wenn ihr herkommt, müsst ihr das nicht holen. Nimmst du das hier? Was ist das hier? Kisses. Es gibt ein normales Dings. Aber ein Ami hat mir empfohlen, das zu holen. Das ist so. Das ist so sweet innen, haben die gesagt. Ich dachte hier so. Klein? Okay. Ganz normal. Average. Yeah. It's like Chocobos. You know Chocobos? I'm not being funny, I can polish that? A whole bag of those. I like that. Really? Take? Yeah. No, I don't like it. I'll polish a whole bag of those. Das schmeckt genau danach, nur ein bisschen dunkler. Ich finde das normal. Das hat mich, also, bis jetzt hat mich nichts richtig umgehauen. Der Flavor davon war gut, aber das ist hart. Das, oder ich finde es okay. Kind, Schokobon in dunkler. Und ich hasse dunkle Schokolade. Als nächstes gehen wir rein in Mike Like, yes. Mike Like. Gucken, wie das schmeckt. Mike Like. Mal gucken, was der Kack ist, Digga. So sieht's aus, Digga. Oder so ist besser. So, ja, so. Schau einfach an. Einfach alle. Oh, Markus. Das ist gut. I like this. Wasabi. Mhm. I like it. Mmm. 8 out of 10. For me personally, 8 out of 10. Mmm. I back that, dude. I said 8.5. Nice. That's the best one so far. Big A. Der ist unser Big A. Big Player. Hello, hello, Alex. Introduce yourself first to the my YouTube channel. Alex, ah. It's a mic. Yeah, that's a mic. Hello. Yeah, drink. You like it? Alex, tell them where you're from. I'm from England. Where is England? The north. Where? Newcastle, where? Alex hat die besten Speeches. Letzte Woche hatte jemand Geburtstag. Alex Speech, wie war die nochmal? Alex, how was your speech? Do you remember? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß, diese Speech war sehr, sehr kurz und lustig. Das ist das Beste bis jetzt. Mike Like, empfehle ich. Wenn ihr herkommt, holt euch Mike Likes. Die sind solid. Als nächstes. Feastables. Die kennt man von Mr. Beast. Let's see. Feastables. Let's see. Bisschen Aura. Ich sag euch so, bisschen Aura. Sein Name steht hier auf der Schokolade. Sieht man das? Ist bisschen cool. Nicht, dass ich meinen Finger abbeiße. Kannst du mal Schokolade. It's good, but with chocolate. I like it, it's nice. Yeah. Nothing special, but it's nice. You like chocolate? I love chocolate. Yeah, I'm telling you right now, those will be the best. Mm. The sweet, but sweet hearts. Sweet hearts? Yeah, sweet hearts. Das sieht wie Dings mit Mauern aus. Mal gucken, wie das schmeckt. Oder ich hab keine Ahnung, bei sowas. Ist man das? Ah. Boah, man denkt Ecstasy oder so. Man denkt Drogen. Schau mal an.
Ich habe jetzt irgendwelche zwei Farben. Ich nehme noch eine andere. Warte. So. Rumi? 8.5 oder 10. Das ist für mich 6.5. 6.5? Ja, leider. Ah, let's try it. Okay, let's try this. Okay, wait, what? Ah, I already showed it. Okay. What is it? Yeah, here. Like a soft sweet. Yeah. Oh my. Zeig mal. Different flavors. What do you want? Blue raspberry? Yeah, or watermelon? Be good. Yeah, blue raspberry. Nice. The blue raspberry is the second best one from the jelly. Whatever. Nice. For me, the best one. The best one? Nah, this is good. It's good, yeah. But let's say the best one, then. Actually, I prefer this more than this. Which one? This one? This one. No, no, no. What flavor is that? This is a mystery flavor. Show it to the camera. Is there any one of those? I don't know. Nah, there's not one now. Yeah. I don't like it. I like it. Or the white one? Mm-mm, no, the blue one. The one that would be the best. Show the camera. Mm-mm. Sour Patch Kids, the best. What flavor is it? The white stuff. It's nice. You don't like it? Mm-mm. I think that's all different flavors. Mm-mm. Yeah, that's kind of ass. Das schmeckt wie so eine vergammelte Süßigkeit. Ich weiß nicht, wie man es auf Englisch sagt. Okay, als nächstes. Boom, das kennt ihr alle. Sour Patch. Hier. Sour Patch, das kennt jeder. Zack, zack, zack. Ja. Verschieden. Hier nochmal. Zack. Ja. Mhm. Right there. That's my number two. That's number three. And about the rest, I don't care. Lifesavers! Gucken. Gucken. Zack. Hier ist ein paar andere Farben noch, aber. Ja, genau, ja. Oh, it tastes this flavor. That tastes like medicine. You know, that tastes. Yeah, that tastes. That flavor is so much worse. This is like scheiße, nein. That's the last thing. Pizza Pringles. Pringles Pizza. Die große kleine Pizza. Mal gucken. Oh, you can smell them straight away. Mal wie aussehen. Warte mal, das ist einfach andere Farbe. Also man sieht es. Ich will nicht mehr Pizza. Sie sind nicht mehr flavorful. Sie sind quite plain. Mhm. Nicht so gut. Es schmeckt gut. Okay, ich mag den normalen one besser. Der Chili one. Warum ist es so hart? Ja. Oh, hey, this is he did jollof, and I said Nigerian jollof is better than. No way, bro. Okay, let me see. It's good, bro. It's good. Crazy, man. It's good. It's very good. Wait, it's rich. You know how it smells? It smells like pizza that's like 3 days days old. Yeah. 3 out of 10. Yeah, it's not good. I'll give it a 5 out of 10. It's solid, but I think the best Pringles is the chili one. Oh, salt and vinegar. Never heard of it. Which color is it? Blue. No, it's salted. Never solid. Yeah. I'll buy it for you, man. Okay. Das war's mit dem Video. Danke fürs Zuschauen. Do you want to say something? Something for the end of the video. I'm gonna buy him English boots.
next video. Come here, come here. Can we see your face? Hold on. After Christmas. Yeah. After Christmas. I'm gonna bring okay. that. Yeah. M2 tries English food. Okay. And South African food. I'm gonna get that. Yeah, for so, I'm down for South African M2 food. M2 tries South African food. I'm gonna cook for him and then we'll see. Okay. That's it with the video. See you next time. Like, comment, subscribe. That's a wrap. A wrap. Well, I just wanted to sit down, bro. My legs are fire. I don't know how you lot don't like these.